Leute, was geht ab? Wir sind hier heute im Anime Force Simulator, Freunde. Und hier können wir absolut krasse OP-Pads holen. Und wir haben in dieser Folge 20.000 Robux. Und ich will probieren, mir den seltenen 0,1% Gear 5 Ruffy zu holen, der hier in einem exklusiven Ei drin ist, Leute. Und 10 Eier kosten 3.200 Robux. Also, wenn ihr Bock darauf habt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und in diesem Simulator bekommen wir nämlich pro Klick 1+ Stärke bzw. Energie. Und wenn wir genug Energie haben, können wir gegen Gegner kämpfen und diese Gegner werden uns Münzen geben und mit diesen Münzen bekommen wir Haustiere. Und hier ist unser erster Gegner, Leute, und zwar Nami. Und Nami hat 2500 Lebenspunkte und ihr seht, pro Schlag werden wir immer stärker und das ist natürlich sehr, sehr nice. Ihr seht, 1500 Leben ist schon runter und jetzt geht's hier weiter. Boom, 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 Leute. Ja, das geht übel schnell mittlerweile, weil wir jetzt fast auch 100 Power haben. Und Nami ist nämlich, warte mal, und down. Das war's gewesen. Es gibt, glaube ich, sogar Autoklicker, Leute. Also wir müssen uns vielleicht den Autoklicker Game Pass holen. Und es, man kann hier sogar Quests machen, Leute, weil man muss den überkrassen Boss besiegen, den ich euch jetzt gleich mal zeige. Und man kann sogar Rank upen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Rank up. Aber dafür brauchen wir 100.000 Power, um die nächste Stufe zu erreichen, dass wir halt ein bisschen krasser werden. Aber ich werde euch mal kurz einmal zeigen hier von den Upgrades. Ja, lohnt sich noch nichts, aber ich werde euch mal zeigen, wo der Boss ist, Leute. Und dieser Boss ist wirklich nicht ohne, nämlich da ist der Superboss Kaido, gegen den wir heute antreten müssen. Mal gucken, ob wir das schaffen, nachher den überhaupt zu besiegen. Also ich hoffe es auf jeden Fall. So, hier ist noch Law, da ist Sanji, hier ist Ruffy. Das sind auf jeden Fall schon ein bisschen stärkere Tiere. Deswegen würde ich sagen, Freunde, würde ich erstmal hier nur Nami eine auf die Mütze hauen und danach zu Sanji gehen, dass wir erstmal ein bisschen Stärke sammeln. Und ich würde mal sagen, wir holen uns mal direkt was aus dem Shop hier. Und zwar einen schönen Game Pass. Autoklicker und Fastklicker. Ich denke mal, das sollte ganz gut sein. Der Dings, der Autoklicker kostet auch nur 79 Robux. Ihr seht, wir haben noch 19.770 Robux drauf. Also das reicht auf jeden Fall, um heute mal wieder in dem Simulator auf Platz 1 zu spielen, denke ich mal. So, Fastklick hier noch aktiviert. Zack, jetzt haben wir beides und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, kann ich jetzt beides hier... Ach, oh, ich hätte mir nur eins holen müssen. Nein, das habe ich umsonst beides geholt. Ist egal, aber guck mal, wie schnell Nami hier jetzt down geht. Oh mein Gott, Nami sieht ja gar nicht durch. Ich brauche halt nur ein paar neue Fighter, Leute. Das wäre halt mal ganz gut. Ich weiß halt auch noch nicht, wo wir die Fighter herbekommen, weil hier vor... Ah, das ist ja cool. Ah, jetzt haben... Oh mein Gott, Leute. Jetzt haben wir Nami als Fighter an unserer Seite. Wie cool ist das bitte? Guck mal hier, jetzt kann ich gegen Sanji fighten, aber Nami macht gar nichts. Aber ach, die gibt uns einen Boost, Leute, einen Multiplier. Und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Haustier, also einen Gegner besiege, habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, Leute, den als Haustier zu bekommen. Das ist ja unnormal krass. Überlegt mal, wir kriegen Kaido als Haustier. Wie krass wäre das bitte? Aber Sanji ist auf jeden Fall schon ein bisschen stärker, Leute. Der hat 45.000 Lebenspunkte. Also da müssen wir hier jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen länger fighten. Aber es ist auch kein Problem. Nämlich, ich werde mir einfach doppelte Energie holen. Für 400 Robux. Easy peasy. Stani Bunny hat das natürlich auf der hohen Kante hier. Und jetzt, guck mal, was jetzt passiert, Bro. Jetzt wird es Links-Rechts-Kombination geben. Zack, 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 zack. Ja, jetzt ist er gleich down. Ey, als ob. Überleg mal, wir kriegen direkt Sanji zum Anfang. Das wäre krass. Direkt jetzt Sanji wäre wirklich crazy. Wäre Game-Changer. Und Sanji natürlich nicht, Leute. Das ist natürlich auch ein bisschen selten. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal Nami holen, weil... Ihr habt doch gesehen, die Wahrscheinlichkeit, jetzt einen Nami zu bekommen. Oh, nochmal Nami. Jetzt habe ich schon zwei Namis. Jetzt können wir zwei Haustiere ausrüsten und dadurch werden wir natürlich... Oh mein Gott, nochmal drei Namis. Ja, ja, guck mal jetzt, wie stark wir sind, Leute. Guck mal, wir sind einfach ein Frauenschwarm. Wie krass ist das bitte? Alle rennen uns hinterher. Und jetzt gegen Sanji, Leute, mit unserem Multiplier. Wir machen jetzt 14 Energie pro Sekunde und damit werden wir natürlich extrem stark. Aber... Als nächstes würde ich sagen, was sehr, sehr wichtig ist, Freunde, holen wir uns doppelte Coins. Nämlich von diesen Coins können wir uns natürlich auch krasse Upgrades holen, die uns auch deutlich stärker machen. Ich hoffe jetzt, dass wir direkt Sanji kriegen als neues Haustier. Wir sind jetzt mittlerweile schon auf 1700 Stärke hier. Also Sanji kann auch nichts mehr machen. Aber gegen den Boss da hinten, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen warten, bis wir da antreten können. Okay, Sanji und... So. Oh, wir haben Sanji bekommen. Let's go. Oh mein Gott, Leute, Sanji hat ein Dreier-Multiplier.
Let's go. Okay, das ist echt strong. Wir machen jetzt 16. Oh, nochmal Sanji bekommen. Ey, wie cool ist das denn? Wir haben jetzt einfach hier, guckt euch mal bitte an, wir haben jetzt hier zweimal Sanji ausgerüstet. Können wir den auch upgraden? Ne, wir können ihn leider nicht upgraden. Schade. Ich dachte, wir könnten den... Oh mein Gott, Leute, das ist Legendary Lore. Ja, können wir vergessen. Guckt euch das an. Können wir absolut vergessen. Der ist viel zu stark. Bringt gar nichts. Wir sollten erstmal hier lieber nochmal ein bisschen Sanji besiegen. Also Lore ist natürlich auch einer mit der stärksten überhaupt. Oh, da ist Zorro, Leute. Yo, Alter, als ob wenn wir Zorro bekommen, das wäre ja geisteskrank, Leute. Zorro ist sogar rare. Und da ist Ruffy, aber Ruffy hat auch fast 1 Million Lebenspunkte. Aber wir werden safe Ruffy benötigen, um Kaido zu besiegen. Und wir haben direkt Zorro bekommen. Oh mein Gott, Zorro hat einen 4er Multiplier, Leute. Guckt euch das mal an, hier die fighten hier alle an unserer Seite. Hier, bum, 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 bum. Schade, dass die dich selber angreifen können. Das wäre doch cool gewesen. Es geht ja in manchen Simulatoren, dass die auch angreifen. Aber wir hauen den erstmal hier einer auf den Deckel. Und dann würde ich gleich mal gucken, was wir uns für Upgrades von den Münzen holen können. So, zack, zack, zack. Nämlich, ich hätte gerne auch, warte mal, ich mache mal jetzt so. Okay, wir haben 792 Münzen. Boah, das ging aber jetzt relativ schnell. Ich werde mal nochmal kurz warten. Und ihr habt doch gesehen, ab 100.000 Energie kann ich komplett in die nächste Stufe upgraden. So, hier nochmal Zorro bekommen. Sehr gut ausgerüstet. Let's go. Und, warte mal, ich muss die... Ah, ich muss die Münzen einsammeln, Leute. Manchmal vergisst ihr hier die Münzen einzusammeln. So, zack, hier einmal die Münzen, hier einmal die Münzen. Wir haben jetzt 1480 Münzen. Let's go. Und ich gehe jetzt mal hier runter. Upgrades. Okay, oh, das Upgrades ist sehr, sehr teuer, Leute. Das ist sehr, sehr teuer, weil hier, ihr seht, Coins 500. Was? Level 1 gerade mal. Was? Rank up 100.000. Also hier in diesem Simulator, Freunde, ist auf jeden Fall schon alles sehr, sehr teuer. Und hier können wir zum Beispiel... Oh mein Gott, wenn ich die Quest abschließe... Was? Ich muss 700 Zorros erledigen. Warte mal. Kill enemies to gain skins plus pets. Wie, man kann auch Skins bekommen? Wie krass ist das denn? Bro, ich werde jetzt hier einfach gegen Ruffy fighten. Aber bevor wir jetzt hier gegen Ruffy fighten, würde ich sagen, werden wir uns einfach einen super OP-Trank holen. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was man sich hier alles holen kann, Leute. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Yo, ich hole mir einfach hier. Das kostet 1200 Robux, Freunde. Aber das ist ein absolutes Boost-Trank-Set. Und damit haben wir alle Boosts, die es gibt. Ich guck mal kurz rein. Hier, wir haben doppelten Energie-Boost, doppelten Luck-Boost und doppelten Coin-Boost nochmal. Ihr glaubt jetzt gar nicht, was wir jetzt bekommen werden. Jetzt ist komplett over. Also ich denke mal, wenn wir jetzt hier... Aber ey, irgendwie sammelt der die Münzen nicht ein. Ey, ich werde mir einfach den Magneten holen hier. Den Magneten können wir uns auch noch schnell ausrüsten. Und hier ist der Magnet. Der kostet auch nur 199 Robux. Das geht auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon ein paar ausgegeben. Und ich muss sagen, also wir kommen nicht relativ schnell voran. Ne? Also wir werden jetzt nicht sonderlich stärker. Aber ich gebe hier... Komm, bitte Ruffy. Ey, wir brauchen Ruffy. Wenn wir... Leute, wir haben Ruffy bekommen. Oh mein Gott. Yo, wir haben jetzt so... Was? Junge. Was? Junge, Ruffy hat einen 5er Multiplikator mit Schaden. Wir machen jetzt pro Schlag 60 Power extra. Und hier... Ach, hier sehen wir unsere Stats. Okay. Hier können wir Codes eingeben. Ah, okay. Teleportieren brauchen wir aber nicht. Aber, boah, das ist also... Wir sind schon sehr stark, aber wir sind... Oh Gott, was ist denn da los? Leute, Law kämpft gegen Ace oder was? Yo, was ist das denn? Aber ich muss noch weiter ausschalten hier. Ich brauche noch mindestens einen Ruffy, um hier überhaupt voranzukommen. So, komm, nochmal hier Ruffy einmal ausschalten. Let's go. Und du kriegst einen auf die Deckel. Zack. Easy peasy. So, was wollt ihr hier? Was machen die hier? Was machen die hier? Oh mein Gott, Ace. Hä? Bro, Ace ist Mythical. Mythical, Leute. Was ist das denn? Wie krass ist das denn bitte? Okay, ich würde sagen, wir brauchen eigentlich noch einen Ruffy. Dann könnten wir eigentlich theoretisch direkt zum Legendary gehen. Und dann könnten wir eigentlich probieren, Kaido zu besiegen. Obwohl ich glaube, dass wir dafür vielleicht noch nicht bereit sind. Weil wir haben ja relativ viele Boosts. Oder ich kaufe mir einfach, um Kaido zu besiegen, Leute, so ein OP-Haustier. Das wäre natürlich eine andere Liga. So, einmal hier nochmal Ruffy. Okay, leider kein Haustier bekommen. Aber guck mal, wie viele Münzen wir jetzt auch haben. Yo, ihr wisst doch gar nicht, was das jetzt für Upgrades mit sich bringt.
Junge, wir haben jetzt so krasse Upgrades gleich. So, einmal noch die Ruffy, einmal auf die Nase eine hauen. So, Ruffy, gegen Stadibunny hast du nicht gerechnet, dass du eine auf den Deckel kriegst, die auf den Dötz gehauen. Zack, zack, zack. Und hier noch einmal Ruffy. Ey, wir kriegen dich, der ist so selten. Ey, mir fehlt immer noch einer, ich brauche doch nur noch einen. Ich muss gleich auf jeden Fall drei Plus-Haustiere ausrüsten. Dann wären wir eh nochmal deutlich stärker. Und was? Immer, ey, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir eh. Jetzt reicht's mir eh. Plus drei Haustiere. Wo ist es? Extra. Boah, das kostet 800 Robux. Junge, das ist ganz schön teuer, Leute. 800 Robux. Let's go. Ich hol's. Und jetzt habe ich eine ganze Armee hinter mir. Jetzt guckt euch das an. Boom. Wir haben hier die ganze Strohhut-Piratenbande. Zorro hat gar keine Chance mehr. Zorro kriegt... Alter, Leute, was haben wir hier für eine Crew bitte am Start? Guckt euch das an. Ruffy ist hier fast One-Hit. Zack, zack, zack. Komm bitte jetzt, Ruffy. Ich brauche Ruffy. Ich brauche dich in meiner Crew. Bitte komm zur Strohhutbande. Ey, das gibt's nicht. Was ist das? Ich krieg die nicht mehr. Da merkt ihr mal, wie selten der überhaupt ist. Ich hol mir noch Lucky, Leute. Ich hol mir noch Lucky hier. Komm, einmal noch Lucky Luck einmal dazu geholt hier. Dass wir ein bisschen mehr Glück haben, wenn wir hier... Ey, wieder nicht. Okay, ich hol mir Law. Jetzt hol ich mir Law. Oh, Gottes Willen. Ey, wenn wir den direkt kriegen, ist eh over. Ich glaube, der wird so OP sein. Komm, komm, komm. Komm, Law. Ey, guck mal, Kaido da hinten, Leute. Kaido da hinten, der wird komplett durchdrehen. So, und... Let's... Auch nicht bekommen, aber gute Münzen. Ich werde jetzt mal probieren, gegen Kaido zu kämpfen. Der... Cute... Nein! Der 250, er hat mich direkt ausgeschaltet. Er hat mich One-Hit ausgeschaltet. Was? One-Hit ausgeschaltet? Ich check's nicht. Der hat mich wirklich One-Hit ausgeschaltet. Okay. Gut. Ich werde Upgrades kaufen. Ich muss Upgrades kaufen, Leute. Und zwar, ich würde Energy, Energy, mehr Energy, mehr Energy, mehr Energy, Energy. Zack. Bro, oh mein Gott, Leute. Das ist auch... Aber ich muss wirklich sagen, also das ist hier auch wirklich schwierig voranzukommen. Ich glaube, wir müssen gleich mal mit dem Boot woanders hinfahren, um bessere Gegner zu finden, weil hier sind wir eigentlich fast, würde ich sagen, durch. Wir haben ja hier Ruffy durchgespielt. Ruffy droppt auch nichts mehr. Ich hole mir jetzt noch einmal, dass wir wahrscheinlich... Super Luck. Ich hole mir Super Luck für 800 Robux. Ey, wir haben jetzt fast 1500... Wir haben jetzt fast... Oh, wir haben 5000 Robux ausgegeben. 5000 Robux und wir sind immer noch in der ersten Welt. Ey, was ist hier bloß los? Ich check's gar nicht, was hier abgeht. Und wir kriegen keine neuen Haustiere. Hä? Junge, was ist hier los? Oh mein Gott, Leute. Bei mir ist Alarm. Alarm, Alarm. Hört ihr das? Alter, das ist voll laut. Holy moly. Ey, aber Ruffy, hier haben wir keine Chance. Bitte. Drop noch ein Ruffy. Hä? Ey, ich fress gleich einen Besen, wenn ich keinen Ruffy kriege. Was ist das? Ja, okay. Okay, Leute. Das ist Scam. Ich sage euch ehrlich, das ist irgendwie Scam. Wir kriegen ja hier nicht mehr ein Ruffy. Jetzt. Let's go, let's go, let's go. Equip best. Und jetzt werde ich nochmal gegen Law fighten. Hier, Law. Nimm das und bitte, Law. Ich brauche Law in meinem Team. Guck mal, wie cool der auch aussieht. Boah. Law, komm. Zack. Und... Ja! Oh mein Gott, Leute. Der hat einen 6er Multiplayer. Guck mal, wie cool der aussieht. Guck mal, hier meine ganze Strohbande jetzt an hier. Geil. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal kurz noch mal zu den Upgrades. Aber ich glaube, ich kann auch nichts mehr kaufen, weil wir full sind. Wir gehen jetzt mal zum Boot. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal in die erste Welt freischalten. Und zwar, das ist hier die erste... Bro, wir brauchen für die 15T... Alter, warte mal, 125K. 125K brauchen wir für die erste Welt. Boah, das ist aber auch viel, ne? Das ist aber auch echt viel. Also das ist krass. Da müssen wir hier auf jeden Fall 125K. Und ich habe alle Booster am Start. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Ich lasse mich doch nicht veräppeln. Leute, ich drehe komplett durch. 3200 Robux. Ich will jetzt, dass ihr ein Like und ein Abo da lässt. Ich werde mir jetzt... Nee, wisst ihr was? Ich hole mir zuerst, bevor wir hier absoluten Scam erfahren und die Haustiere absolut schlecht sind,
Ich hole mir jetzt 1200 Robux. Erstmal. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute, um nichts zu verpassen. Let's go. Und. Erste Haustier. Warte mal. Hä? Oh mein Gott. Oh mein. Bro. Oh, guck mal, wie der aussieht. Junge. 39er Multiplikator, 35er Multiplikator und 35 Junge. Guck mal, wie schlecht die jetzt. Also, das gibt's nicht. Leute. Und das waren die schlechtesten. Ich habe die schlechtesten bekommen. Ich hole mir 10 Eier. Komm. Let's go, Leute. Bitte, bitte, bitte drückt die Daumen. Drückt die Daumen. Drückt die Daumen. Oh Gott. Nein. Bro, was? Ich habe gar nicht alle Haustiere bekommen. Was ist das denn? Weil ich... Bro! Weil ich nicht genug Platz im Inventar hatte. Ey, was ist das denn, Leute? Ich wurde wieder gescammt vom Simulator. Ich wurde wieder gescammt. Was ist das denn? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, warte mal, aber ich habe jetzt 100.000 Power. Ich kann jetzt hier quasi die nächste Wiedergeburtsstufe machen. Ey, ich wurde wieder gescammt, Leute. So, ich mache jetzt erstmal hier Rank Up. Okay, jetzt brauchen wir 500k, aber es hat sich jetzt nichts geändert. Wir machen jetzt deutlich mehr Power. Aber das gibt's ja nicht. Ich habe 10 Pets bekommen, Leute. Und habe aber... Oh, ich drehe durch. Ich drehe wirklich durch. Und jetzt müssen wir auch wieder anfangen, Münzen von vorne zu sammeln. Aber guck mal, der droppt ja teilweise gar keine Münzen. Ich glaube, ich muss hier nur Lore besiegen. Ich glaube, Lore droppt am meisten Münzen. Aber wir können gleich auch ab 500.000 können wir auch direkt nächste Wiedergeburtsstufe machen. Guck mal hier. Lore droppt 14.000 Münzen. Aber wir brauchen... Ey, wir brauchen 200.000 Münzen, um in die nächste Welt zu kommen. Ich check's nicht. Guck mal hier. 162.000 Münzen, Leute, kosten 4.200 Robux. Also das ist schon echt sehr, sehr hart gemacht. Und ich habe ja alle Boosts, die es quasi gibt, habe ich ja. Ich habe ja alles geholt. Das Einzige, was ich mir noch holen könnte, wäre Ultra Lucky. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Ich werde jetzt erstmal kurz die Münzen farmen. Und dann werden wir direkt zur neuen Insel fahren, Leute. Okay, Leute. Wir haben jetzt genug Münzen und ich glaube, das sollte reichen. Wir haben mal, guck mal, wie viel. Wir können auch direkt in die nächste Stufe gehen, Freunde. Ich werde jetzt auch nochmal direkt den nächsten Rang holen. Ey, das ärgert mich so, dass ich wieder hier so... Ey, laufen werde ich so gescampt von den Simulatoren. Ich sag euch ehrlich so, wir haben jetzt nochmal einen guten Rank abgemacht und wir können jetzt zur nächsten Insel fahren. Let's go, Leute. Nein! Nein! Oh mein Gott, Leute, bitte nicht! Bitte nicht! Oh nein, weil ich Wiedergeburt gemacht habe, habe ich ja alle meine Münzen verloren. Ich dachte, ich behalte die. Oh, jetzt können wir nochmal kurz alle Münzen farmen. Ich bin so ein Dulli, Leute. Super. So, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen gefarmt, Freunde, ein paar Coins. Und das Ding ist, wir haben jetzt auf jeden Fall extrem viel Power. Also ich denke mal, es sollte auf jeden Fall für die nächste Welt reichen. Aber man muss auch prinzipiell sagen, Leute, leider für den Megaboss reicht es noch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall deutlich stärker werden. So, wir fahren jetzt hier zur nächsten Insel. Ey, das haben die echt cool gemacht mit den Inseln, finde ich. Also besser als so durch so ein Portal zu laufen. Ihr seht auch hier, die Reisezeit beträgt 15 Sekunden. Und hier sind auch gerade andere Leute wahrscheinlich mit Booten unterwegs, die auch auf der Insel fighten. Und jetzt sind wir auch schon hier angekommen. Oh, let's go. Study Buddy ist angekommen an der neuen Insel. Super. Und los geht's hier. Oh, hier gibt es neue Augen, Leute. Alter, wie cool ist das denn? Die kostet 750.000. Oh. Oh, es gibt auch... Was? Special-Fähigkeiten? Hä? Und der neue... Oh Gott, hier gibt es auch einen Boss, Leute. Ja, okay. Okay, den Boss können wir... Also ich kann den Typen hier mal kurz helfen, aber Koa hat sehr viel krasse OP-Pads hat. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen werden. Alter, ich hoffe, wir kriegen vielleicht irgendwelche Münzen ab oder so. Das wäre auf jeden Fall nice, aber ich glaube, nee, wir machen zu wenig Schaden. Schade. Der Typ haut den Boss einfach AFK alleine kaputt, weil der so stark ist. Sehr gut. Also, wir sind jetzt hier auf der neuen Insel und hier sind auch neue Gegner. Oh Gott, bin ich stark. Yo, sind wir stark, Leute. Ja, aber das ist natürlich klar, weil wir so krasse OP-Haustiere haben. Ich gehe direkt weiter hier oben hin. Finray.
Ich kenne den gar nicht, Leute. Wer ist Finray? Aber ist auch egal, Freunde. Ich hau dir einen auf den Dötz hier. Zack, zack, zack. Links, rechts. Und wir kriegen gut Münzen dazu. Ich würde mir gerne eine neue Aura kaufen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mit den Münzen erstmal noch ein bisschen sparen, bevor ich mir hier irgendwie was Neues kaufe. So, den haben wir erstmal hier. Oh, wir haben jetzt fast 1 Million Münzen. Das heißt auch, wir können uns gleich gute Upgrades neue kaufen. Perfekt, Freunde. Hier oben, der hat auf jeden Fall wenig Leben. So, die kommen auch nochmal eine hier. Oh, guck mal, die wurden hier schon alle angehittet. Das ist sehr, sehr gut. Aber bisher, glaube ich... Nee, wir haben jetzt noch kein gutes Haustier bekommen. Aber ich habe auch alle Haustiere wieder voll. Wir müssen jetzt erstmal hier welche wieder löschen. So, zack, 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 zack. Dass wir wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Ich hoffe, man kann die Haustiere... Aber ich denke mal, dass man die Haustiere irgendwann auf späteren Inseln nochmal upgraden kann. Dass man noch stärker sein wird. Aber wir haben jetzt... Oh, Finray bekommen. Ich guck mal, wie stark der ist. Aber Leute, der kann mit unseren OP-Robux-Haustieren gar nicht mithalten. Und zwar, der hat einen Multiplikator von 14, aber der kann 53 mitnehmen. Oh, ich bin jetzt echt gespannt, Freunde, wie das aussieht hier mit der Aura. Und zwar hier, Upgrade, boom. Oh mein Gott, wie krank sieht das denn bitte aus? Alter, und dadurch sind wir nochmal ultra stärker geworden. Was? Wie heftig ist das bitte? Und was kann man hier freischalten? Okay, braucht man irgendwelche... Ey, kann man noch spezielle Sachen freischalten? Wie geil ist das denn, Leute? Guck mal bitte, wie stark wir geworden sind. Wir machen jetzt auch 9 Millionen. Ich müsste eigentlich theoretisch auf die erste Insel erstmal zurück. Und da... Oh mein Gott, wie der Typ da vorne aussieht. Yo! Wie stark ist der denn bitte? Yo, der sieht unnormal heftig aus, Leute. Der sieht sehr, sehr heftig aus. Aber ich glaube, ich habe bessere Pets wie er. Und guck mal bitte, wie stark wir auch sind. Ich hau dir hier Nerli hier einmal richtig eine auf die Nuss hier. Zack, Leute. 15er Multiplikator, auch uninteressant. Also das sind hier, glaube ich... Ich bin eigentlich mit dieser Welt, würde ich sagen, auch fast durch. Ich muss jetzt eigentlich nur wieder mal ein bisschen mehr Power sammeln. Und dann die Münzen natürlich ausgeben für weitere Upgrades. Und ich muss natürlich Wiedergeburten machen. Aber dafür müssen wir auf jeden Fall... Oh, guck mal, wie schnell ich jetzt auch die Münzen mache, Leute. Und ich habe nicht mal die Boosts aktiviert. Warte mal, hier. Ich mache mal hier jetzt auch die Boosts an. Zack. So, jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt habe ich hier noch... Warte, einer fehlt noch. Der fehlt noch hier. Zack. Doppelte Coins. Jo, jetzt geht's richtig ab hier. Guck mal, wie schnell ich die einmal weghau hier. Zack. Ohne einer auf den Dötz gehauen hier. 5 Millionen Münzen, holy... Ey, der hat Ace, Leute. Wie krass ist das denn? Boah, der hat echt auch gute Pets, aber meine Pets sind safe besser. So, ich werde jetzt mal hier mit auf den Boss hauen, Leute. Ey, Bro, der Typ ist zu stark. Der Typ ist zu stark, man kann gar nicht raufhauen. Der haut dir einfach One-Hit-K.O. Ist aber egal. Wir hauen nochmal den hier kaputt und dann kriege ich ja eh nochmal so viel Münzen, dass wir direkt gleich auf die erste Insel zurück werden. Und dann werde ich hier nochmal ein dickes Update probieren, Upgrade. So, zack, 10 Millionen. Ey, ich muss sagen, mit der Aura sieht es richtig geil aus. Ich finde es auch gut, dass sie es echt so gemacht haben, dass auf verschiedenen Inseln man so neue Upgrades holen kann und so. So, warte mal, warte mal, warte mal, ich kann theoretisch... Oh mein Gott, oh mein... Oh mein Gott, ich habe die Dark Aura. Ich habe die Dark Aura, Leute. Yo, guck mal, wie stark wir jetzt werden. 45.000 Power, Energie jede Sekunde. Alter, was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, warte mal. Hier, guck mal hier. Guck mal, wie schnell der K.O. geht. Ja, guck mal, wie schnell der K.O. geht. Ey, ich hoffe, wir kriegen den gleich mal als Pet. Ich will mal wissen, wie stark der ist. Okay, der ist ja hier eh over hier. Der ist gerade mal episch, interessiert echt. Obwohl, ich muss da drüben eigentlich zu den Legendaries gehen. So, einmal weggehauen. Das war, weil wir brauchen ja wieder erstmal ein paar... Aber die Münzen sind halt auch so schnell gefarmt. Ey, Leute, ich würde sagen, das war's für den Simulator gewesen. Wenn ihr mehr hier von den Anime Force Simulator sehen wollt, dass wir uns richtig stark overpowern und den stärksten Boss überhaupt besiegen, lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Das war's gewesen. Tschö mit Ö.